Als nächstes möchte ich gerne Herrn Jörg Matthias Fritz auf die Bühne bitten. Er ist Mitglied des Landtages und wird als Vertreter der Grünen sprechen. Liebe Syrjöe, liebe assyrische und armenische Gemeinde, liebe armenische Gemeinde, liebe Chaldäer, liebe Pontusgriechen, liebe Freundinnen und Freunde. Wir gedenken heute der Opfer von Vertreibung, von Ermordung. Wir gedenken der Abertausenden Geschändeten, Verhungerten, Verdursteten. Wir gedenken der Hunderttausenden an Opfern der Tragödie von 1915, der Opfer des ersten Genozids des vorigen Jahrhunderts. Am 24. April in 6 Tagen jährt sich zum 100. Mal der Beginn des Völkermords an den Armeniern, den Syrjöe, den Aramäern, den Assyrern, Chaldäern und Pontusgriechen. Sie wurden Opfer eines Glaubens, man könne einen Staat, eine Nation gründen, indem man andere Völker, Menschen anderen Glaubens vertreibt, in der Wüste verhungern, verdursten lässt und bis heute glaubt, sich diesen Gräueln verleugnen zu können. Verleugnung der Fehler und Verbrechen unserer Großväter und Urgroßväter aber kann kein Fundament für ein friedliches und freundschaftliches Zusammenleben heute und in Zukunft sein. Versöhnung erfordert das Bekenntnis auch, wenn dies schwerfallen mag, zu Verbrechen des eigenen Volkes. Ich durfte im Februar vor 8 Wochen die Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem besuchen. Und mir graut vor den Verbrechen, die Generation meiner Großväter über das jüdische Volk, über Millionen von Menschen der Völker Europas gebracht hat. Mir graut vor dem, was meine Großväter anderen Menschen an Leid angetan und Elend über sie gebracht haben. Und ich verbeuge mich mit Scham vor den Opfern. Verleugnung von Verbrechen macht unfrei. Frei macht die Anerkennung auch der eigenen Schuld. Erst das Eingestehen der eigenen Schuld, das Eingestehen der Shoah, das Eingestehen der Verbrechen an Polen, an Russen, an ungezählten anderen in Europa, sie eröffnete erst die Möglichkeit der Versöhnung, ja, der Freundschaft. Die historische Wahrheit des Völkermords 1915 ist längst erforscht, belegt in vielen Dokumenten. Geschichte aber kann den Menschen nicht nur verkündet werden. Sie muss von ihnen auch verstanden, verinnerlicht werden, damit Schuld und Leid und Verantwortung einen Platz im gemeinsamen Verständnis finden. Es geht heute nicht um Aufrechnung, um Anklage. Es geht darum, die Aufarbeitung der eigenen Vergangenheit als Chance, als Möglichkeit zu begreifen. Wir erwarten von der Türkei, sich nicht länger vor dem eigenen Schatten, vor dem Schatten der eigenen Geschichte wegzuducken, den selbst auferlegten Zwang der Verdrängung endlich abzuschütteln. Das kann Chancen für die Zukunft eröffnen. Öffnet Türen zu einer pluralistischen Gesellschaft, in der alle einen Platz haben, gleich welchen Glaubens und welcher Herkunft
sie sind. Über 20 Länder, Frankreich, Schweden, jüngst Holland und das EU-Parlament haben den Völkermord anerkannt. Und wir erwarten am nächsten Freitag in der Debatte des Deutschen Bundestages von der deutschen Regierung die Duldung und auch die Beteiligung des Deutschen Reiches am Völkermord 1915-16 anzuerkennen und zur eigenen Mitschuld zu stehen. Die Fraktion Die Grünen im Bundestag wird zur Gedenkfeier kommenden Freitag einen Antrag in den Deutschen Bundestag dazu einbringen. Wir appellieren an die türkische Regierung, den 2007 begonnenen Prozess fortzusetzen und sich nun endlich zu dem Völkermord 1915 zu bekennen. Denn eine Türkei, die sich bekennt zu ihrer Vergangenheit, die könnte eine Vision darstellen einer heterogenen und pluralistischen Gesellschaft, wo alle ihren Platz zum Leben haben. Wohin Ausgrenzung, Vertreibung führt, das konnte ich jüngst wieder in der Woche vor Ostern bei einem Besuch eines Flüchtlingslagers in Kilis an der syrischen Grenze sehen. Machen wir endlich ein Ende damit. Machen wir ein Ende mit Vertreiben, Ermorden. Bauen wir uns eine friedliche Zukunft, stehen wir zu unserer Vergangenheit, dann werden wir gemeinsam eine Gesellschaft bauen können. Ich danke recht herzlich. Herr Fritz, vielen Dank für die deutlichen Worte und danke, dass Sie bei uns waren.